Gut, nochmals herzlich willkommen. Wie gesagt, wir entschuldigen uns für die verschiedenen Pannen. Vorab noch ein paar Informationen. Sollte es auch bei diesem Vortrag technische Probleme geben, würden wir den einfach im Slot um 22 Uhr verschieben und dann nochmals abhalten und hoffen, dass wir bis dann unsere Probleme gelöst haben. Falls nicht, würde es dann um 22 Uhr normal in Raum Lounge weitergehen. Ich begrüße unseren nächsten Referent, das ist Matthias Stürmer. Matthias Stürmer ist Leiter der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit am Institut für Informatik der Universität Bern. Er ist seit über 15 Jahren mit Forschung über Open Source Software beschäftigt, als Vizepräsident von CA Open, Geschäftsleiter der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit sowie als ehemaliger Berner Stadtrat in der Legislative. Hat er sich auch politisch für Open-Source-Software engagiert. Matthias, ich begrüße dich zu deinem Kurzvortrag. Es wird ungefähr 30 Minuten dauern. Das Thema ist Open-Source, ist trotz seiner über 20-jährigen Geschichte immer noch topaktuell. Das Referat blickt zurück auf die letzten 15 Jahre Open-Source-Aktivitäten, zeigt auf, was funktioniert hat und was nicht. Und fasst diese Learnings in diesem Vortrag zusammen. Matthias, ich überreiche dir das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Jami, für die Einführung. Ich freue mich sehr, da heute Abend bei euch zu sein, in der digitalen Gesellschaft, da einen kleinen Beitrag leisten zu können zu diesem tollen Winterkongress. Ich habe natürlich jetzt harte Konkurrenz. Parallel läuft noch der große 10-Jahres-Rückblick der digitalen Gesellschaft. Ich weiß deshalb nicht, ob überhaupt jemand zuhört. Aber ich erzähle jetzt trotzdem mal, es wird ja vielleicht auch aufgezeichnet und deshalb möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Reise in die Vergangenheit und aber auch in die Zukunft. Und das ist eigentlich genau das Programm, wie es Jami schon gesagt hat. Ich werde einerseits einen Rückblick machen, wo wir schauen werden, ja, von wo kommen wir, Open Source Software in der Schweiz. Zweitens werden wir nachher schauen, ja, was kommt als nächstes auf uns zu. Und dann werden wir auch noch eben gewisse Learnings, werde ich versuchen, daraus zu ziehen. Was heißt das jetzt genau konkret? Im Rückblick, das sind einerseits so ganz nostalgische Gefühle, die da mir entstanden sind, als ich jetzt diese Folien zusammengestellt habe. Aber ich habe eben nicht nur die schönen Momente, ich habe auch die schwierigen Momente versucht, etwas aufzuzeichnen und ich möchte das jetzt euch heute gerne weitergeben. Es wird ein bisschen ein persönlicher Rückblick. Ich habe faktisch in meiner Fotoschublade gekramt. Es ist sogar noch länger her als 15 Jahre, je nachdem, wie man es rechnet, ja, würde man sagen 18 Jahre. 18 Jahre her, als ich beim ersten Open Source Event in der Schweiz war. Ihr seht, das ist das Jahr 2003. Also so alt bin ich schon. Ich staune immer selber. Ihr seht hier vor allem noch ein paar ganz tolle Überbleibsel, Windows, XP. Das ist wirklich, da kommt Nostalgie auf. Da Michi Wechner und Gregor hieß er, glaube ich. Also wirklich so die Hackers da live, das war damals an der ETH. Vielleicht erkennt sich jemand hier auf diesen Fotos wieder. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich euch vorher nicht gefragt habe, aber das ist ja schon fast verjährt, oder 18 Jahre. Das ist ja eben schon eben History. Aber es ist nicht History, es ist digital nachhaltig, deshalb schauen wir noch ein paar Momente weiter. Für mich ein Schlüsselmoment war vor allem dieser Linux-Tag 2003. Jetzt würde ich gerne fragen, wer war schon da an 2003 an diesen Open Source Events, Free Software? Da sieht man es, Windows Free Zone, also wirklich die Aktivisten der Stunde, alle top gekleidet mit modernster Frisur. Von dem her wirklich eigentlich eine schöne Zeit hier, MySQL GmbH sieht man da noch, also wirklich unglaublich. Für mich, ganz ehrlich, ich bin ehrlich, war das wirklich ein Moment, wo ich dachte, wow, das Thema Open Source, jetzt geht es wirklich durch die Decke. Ich war damals 23 Jahre jung, oder? War gerade so im Studium und an der Uni Bern und wollte einfach sagen, ja, so etwas möchte ich auch in der Schweiz, weil ich war eben einerseits an kleineren Anlässen, aber eben dieser tolle, große, vielfältige
Open Source Event in Linux in Karlsruhe. Das war wirklich faszinierend. Und so habe ich einen damaligen Dozenten, Oskar Nierstrass, gefragt, ob er bereit wäre, die Uni Bern als Host des ersten Linux-Tags der Schweiz zur Verfügung zu stellen. Wir haben dann einen neuen Namen erfunden, LOTS, Let's Open the Source. Man will ja nicht einfach nur Linux-Tag Bern oder so sagen, das muss dann irgendwie das Neues sein. Und das ging und das war wirklich coole Sache. Also es kamen da jenste Leute dazu. Vielleicht seht ihr hier auch gewisse bekannte Gesichter. Leute, die euch aus den Urzeiten der Internet, also das müsst ihr euch vorstellen, das ist 2003, das war gerade so nach dem Crash des Internets, Dings. Dann konnten wir noch jemanden, den Wolfgang Tietz vom Informatikstrategieorgan Bund noch kriegen, er hatte da uns einen Überblick gegeben, wie es beim Bund läuft. Und ich, wie gesagt, in meinen jungen Jahren habe dann gesagt, ja, wir könnten jetzt eben LOTS, Let's Open Source, ein Event machen, wo wir da gemeinsam einen tollen Event machen. Und irgendwie, als junger Schnaufer, hatten plötzlich ganz viele Leute angebissen. Und so starteten wir dann 2004 mit dem ersten Open Source Event, so richtig groß in der Schweiz. Mehrere hundert Leute kamen. Michi Wechner von der Apache Software Foundation hielt eine Rede. Stefano Mazzocchi kam dann noch als Superspeaker. Wir hatten kleine Sessions, alle mit ihren neuesten Computern da vor Ort. Und hier sieht man sie auch noch, Adfinis, eine kleine Firma damals, zwei, drei Nerds unter sich. Oder hier Nick Hook und so weiter. Also wirklich so Leute, die heute etablierte Unternehmer sind damals wirklich so in der Startup-Phase und von dem her wirklich eigentlich eine tolle Zeit, tolle Pionierzeit, könnte man auch sagen. Theo hier übrigens, genau, ein guter Freund aus Bern. Ja, und so ging es los, so ging es weiter. Ich reiste dann in Europa rum und wurde immer mehr angesteckt von diesem Virus, Open Source und war Fan, konnte da Mittagessen oder Abendessen mit den Kollegen und aus Chemnitz, das waren wirklich dann meine großen Vorbilder. Wir schliefen dann irgendwo in einer Turnhalle, also wirklich ziemlich coole Zeit. Und dann eben hatten wir die Idee, ja, jetzt müssen wir einfach noch mehr machen in der Schweiz. Ich lerne dann den Ronny Standke kennen, weiß nicht, ob den jemand kennt, das ist auch ein Open-Source-Fossil, könnte man schon fast sagen. Auch er von Anfang an dabei, oder vor allem auch Marco Stapp, der Erfinder des Begriffs digitale Nachhaltigkeit. Hier damals wirklich, was ist überhaupt dieses Linux, was kann das? Populäre Distribution, Ubuntu. Und die Leute hörten zu. Es war wirklich sehr cool. Lehrpersonen, Dozierende. Hier seht ihr Jacqueline Peter, kandidiert aktuell für das Schulpräsidium in UTO. Auch sie war von Anfang an dabei, als es darum ging, Open Source in den Schulen voranzutreiben. Also wählt sie, kann ich sehr empfehlen, gute Bekannte aus den Open-Source-Zeiten. LOTS geht dann nicht mehr weiter. Wir hatten damals dann Open Expo gegründet. Open Expo, ich wurde dann angefragt von der CH Open, ob ich da nicht im Vorstand mitmachen möchte. Und so hatte ich da mitgemacht. Und wir organisierten zusammen mit Theo, mit weiteren Aktivisten aus Bern. Wilhelm Tux war natürlich dabei. Und so waren wir alle Fan, hatten noch Drinks und Party und alle waren begeistert. Also Christy Bona von Google uns da die ganze Open Source Aktivitäten, Google Summer of Code, da das erste Mal uns näher brachte. Ja, und dann immer mehr eben das Thema Microsoft versus Linux. Auch das war natürlich immer ein großes Thema, weil die Weichspüler von Microsoft waren schon damals ein bisschen schwach bei der Brust und nur Linux hatte den Ultra Power, wie ihr da seht. Nein, es war cool. Wir hatten One Laptop per Child, war da gerade hip, oder auch die ersten Hack Days, Linux Install Zone. Man konnte vorbeikommen und sich Linux von Expertinnen und Experten sogar für die Kinder installieren lassen. Also eine sehr euphorische Zeit. Ja, und es wurde dann immer professioneller. Ihr seht es hier, da hatten wir schon richtig schöne Barhocker, Hannes Gassert mit verschiedensten Unternehmen im Talk oder hier so Messestände und so. Puzzle war natürlich auch von Anfang an dabei. Leute von
Norbert Bollau natürlich, ein sehr guter Aktivist, hier Christian Laux. Also viele Leute, die heute noch aktiv sind, sind schon damals vor über 10 Jahren, waren die da vor Ort. Ja, und so ging es dann weiter. Wir hatten dann die Idee, ja, wir müssen unbedingt in die Politik. So gründeten wir die parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Das war das erste Treffen. Ihr seht hier, Politik geht durch den Magen. Sobald man etwas Feines anbietet, dann machen die Politiker typischerweise mit. Nein, also ich habe selber auch sehr gerne gegessen, ich gebe das zu. Edith Graf Litscher, einer, der vom Anfang an dabei war, Walter Donse in der EVP, und so waren da jenste Leute dabei, hier hinten noch Alec von Graffenried, damals noch Nationalrat, oder Matthias Günther und hier nochmal Hannes Gassert. Also wirklich toll, wir hatten auch erste Sitzungen mit Christian Wasserfallen und konnten so aktiv sein. Auch die Romondi war dabei, François Marthaler, damals noch Regierungsrat, Greg Hernan und so weiter. Wir hatten da unsere ersten Meetings, eben wie gesagt, häufig beim Essen. Und wir hatten auch Highlights. Wir konnten dann erstmals Richard Stallman gewinnen. Richard Stallman kam erstmals 2010 an die Uni Bern. Das war für mich auch ein großes Highlight, wirklich diese Koryphäe zu treffen. Er war ein bisschen schwierig zum Handeln als Speaker, muss man sagen, aber eben auch sehr ein lustiger Typ. Ich habe jetzt hier extra das Open-Source-Logo abgedeckt, damit er sich da nicht nervt. Wir hatten dann noch, also genau, einerseits war wirklich die Aula, der größte Raum der Uni Bern, war voll, knatschvoll, alles Nerds, wirklich Frauenquote, glaube ich, bei -10%. Und das Tolle war, wenn wirklich, wie Richard Stallman sagte, er kommt nur nach Bern, wenn wir noch gegen die Bern Convention demonstrieren. Und ich dachte so, what? Bern Convention? Kennt das jemand? Ich nicht. Ich habe mich dann schlau gemacht. Ah, die Berner Konvention, wo das Urheberrecht eben quasi von über 100 Jahren gefestigt wurde. Also das ist eigentlich nicht gut, oder? Das Urheberrecht, das uns alle Freiheit nimmt, das, was ja heute hochaktuell ist. Wir haben am Winterkongress, glaube ich, sogar einen Vortrag zum Thema. Man sollte das Urheberrecht komplett revidieren. Richard Stallman hat das schon vor über 10 Jahren richtig erkannt. Und mit der Piratenpartei zusammen haben wir dann demonstriert. Wir hatten dann offiziell, ich habe dann bei der Gewerbepolizei, oder wie hießen die, irgendwie bei einer Behörde habe ich dann ein Demonstrationsgesuch eingereicht und wir haben dann demonstriert mitten im kalten Winter. Es war eiskalt, aber wir hatten Spaß. Niemand sah uns zu, aber wir haben demonstriert und ein paar Fotos gemacht und das ist jetzt verewigt. Schutz nur mit, keine Ahnung, was wird alles. Kein Drei-Schritte-Test. Das war wirklich auch so ein Thema. Ja, auf jeden Fall Nostalgie pur. Das Ganze ging nicht ganz unbeobachtet vorbei. Gewisse Microsoft-Anbieter wie der Konrad Hädener von der CVP aus Thun, heute Gemeinderat in Thun, ein Tunesier offenbar, hat dann ziemlich scharf begonnen zu schießen. Also hat dann wirklich ziemliche Pinguine suchen Artenschutz, sich da lustig gemacht über uns, hat mich dann noch persönlich da angegriffen, dass ich da als Bannerträger den falschen Sack haue, keine Ahnung. Also ziemlich absurde Geschichten. Noch besser wurde es dann 2011, hat er mal geschrieben, ja, Geisterfahrer auf der Beschaffungsautobahn, hat mich da verglichen mit einem Geisterfahrer, der auf der Autobahn fährt und das Gefühl hat, alle anderen fahren in die falsche Richtung. Der umtriebige Geschäftsführer, ja, und wirklich hat sich da ziemlich ausgelassen. Man kann es immer noch heute auf diesen Links nachlesen. Hat dann eben, das war so das Selbstverständnis. Damals, vor 10 Jahren, war wie klar, Microsoft ist the way to go, proprietäre Software, alles, was dazwischen kommt, stört. Und man muss wissen, wir hatten in der Zwischenzeit eine Beschwerde eingereicht gegen den Bund, 18 Open-Source-Anbieter, und hatten den damals wirklich eigentlich aktiv dagegen getan. Ich habe jetzt einen Sprung gemacht, 10 Jahre sind da dazwischen, oder? 2010, 11. Und heute, wie gesagt, tut ein bisschen blöd, aber gehören wir schon fast zum Establishment mit der CH Open. Wir sind eben nicht mehr nur Community, wir machen auch Business und haben eben gewisse Aktivitäten, die wir auch verkaufen.
aber wir haben weiterhin auch, denke ich, unseren Spirit behalten. Jami kennt es, die DINACON, Konferenz für digitale Nachhaltigkeit, letzten Oktober erstmals virtuell komplett aus der Welle 7, aber dennoch mit viel Liebe und von Francesca Giardina moderiert, super durchgeführt. Oder eben die, die es kennen, Big Blue Button, ein Open-Source-Videoconferencing-System, das man gratis einen Account lösen kann. Auch das sind so neueste Errungenschaften. Gerade heute war ich online mit 170 Studierenden gleichzeitig in einem Raum. Also insgesamt waren über 200 Leute auf den Big Blue Button eingeloggt. Also ziemlich gut und hat funktioniert ohne irgendeinen Ruckeln. Also das muss man erstmal hinkriegen mit auch proprietäre Software. Von dem her, wir haben wirklich sehr viele Highlights gemacht. Ich habe tausende von Fotos, die ich jetzt alle übersprungen habe. Ich habe einfach mal ein paar alte gezeigt. Der Rückblick soll ja nicht allzu lang gehen. Was ich cool finde, eben, wir haben seit über 10 Jahren machen wir einen Open Source an Schulentagung. Also das heißt jetzt Open Education Day. Der nächste ist im April. Oder wir haben eben LOTS, Open Expo und DINACON und große Events organisiert. Wir haben diese Parlamentariergruppe gegründet. Wir haben auch eine Forschungsstelle eben, konnte dank CH Open an der Uni Bern gestartet werden. Und unterdessen, eben wie gesagt, haben wir sehr gute Connections in die Verwaltung, in die Politik, zu den Kantonen. Also wir kommen, glaube ich, langsam vor. Also nein, ich denke, wir kommen wirklich vorwärts mit dem Thema Open Source. Auch Plattformen wie das Open Source Directory oder Open Education Server oder eben diese Big Blue Button sind eine tolle Sache. Was ich sagen will, es gab aber nicht nur Highlights, es gab wirklich ziemlich heftige Niederlagen, sodass das, was ich mich am meisten erinnere und was mir echt noch in den Knochen liegt, jetzt bald seit über 10 Jahren, als wir eben diese Open Source Firmen, als ich diese 18 Firmen koordinierte und bis vor Bundesgericht gingen, weil Microsoft einen 42 Millionen Freihänder von der Bundesverwaltung erhielt 2009. Und das war wirklich etwas, wo ich einfach, ja, tausend, keine Ahnung, also hunderte von Stunden, wenn nicht noch mehr Arbeit gemacht habe, um mit diesem Anwalt, der uns da vertreten hat und all diesen Firmen und so weiter. Ja, es war wirklich unendlich viel Aufwand und am Schluss ein riesen Scherbenhaufen. Ihr müsst euch das vorstellen. Wir sind bis zum größten Gericht und dort heißt es ja Microsoft. Wenn der Bund Microsoft bestellt, dann kann der Bund auch Microsoft kriegen. Und wenn ihr als Open-Source-Firmen da Beschwerde dagegen einlegt, dann geht das gar nicht. Ihr seid nicht beschwerdelegitimiert, weil ihr bietet ja gar nicht das an, was der Bund will. Der Bund will Microsoft. Ihr bietet irgendwas komisches Open Source an und das geht einfach gar nicht. Auf jeden Fall, das war dann die juristische Begründung für das Urteil und wir hatten wirklich uns ins Knie geschossen, weil von da an war wie klar, die Verwaltung, der Bund, die Kantone, die Städte, alle durften Microsoft beschaffen, wie sie nur wollen. Wir hatten noch ein paar Mal seither Beschwerde versucht einzureichen. Jedes Mal wurde auf dieses ein Gerichtsurteil verwiesen. Ja, damals wurde genau das entschieden, dass man entsprechend Microsoft ja als Vorgabe, man wollte das beschaffen und deshalb war das auch erlaubt. Ja, und von dem her, das war ziemlich eine Misere, kann ich euch sagen, das war ziemlich hart. Schon vorher hatten wir Niederlagen bei dem Standardisierungsprozess von OXML, diesem Microsoft Office Format gehabt. Niederlage bei dem Schweizerischen Normenverband oder bei der ISO. Ihr kennt auch die Story von Solothurn, der Kanton Solothurn, wo wieder quasi gegen die Mitarbeitenden rebelliert wurde, weil sie da auf Open Source arbeiten mussten. Oder die Stadt München ist auch so eine Geschichte. Jetzt gerade noch kürzlich war die Stadt Schulen in der Stadt Bern, wo ich eigentlich mich sehr stark dafür eingesetzt hatte, dass es eben auf Open Source kommt. Und das wurde wegen elenden Projektmanagementsfehler wurde das mehr oder weniger schlecht in der Presse rumgetragen. Obwohl es eigentlich alles immer auch positive Seiten hat. Und das vergisst man manchmal. Nach diesem Gerichtsurteil konnten wir die Beschaffungskonferenz lancieren, die dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum feiert. Oder wir hatten auch die Stadt München braucht weiterhin viel Open Source, oder sie geben auch Open Source frei, oder auch Kanton Solothurn. Ja,
wenn ihr dann auf dem Open Source Benchmark schaut, das ist ein Kanton, der einer der meisten Open Source freigibt von der ganzen Schweiz. Und von dem her eigentlich, ja, immer auch aus der Asche kann wiederum ein Phönix entstehen. Jetzt, ja, was ich immer noch schade finde, und das sehe ich bei mir selber, wo ich eben leider mit dem Elenden Windows arbeite. Ich würde eigentlich gerne einen Linux-Desktop haben, aber ich bin selber zu wenig fähig und zu fest abhängig von irgendwelchen proprietären Programmen. Und was mich schon sehr beschäftigt, ist die noch viel größere Marktmacht, die unterdessen Microsoft und die großen Apples und so haben. Und da frage ich mich manchmal schon, irgendwas ist nicht so ideal gelaufen. Ja, aber man kann nicht die ganze Last der Erde auf sich nehmen. Von dem her schauen wir nach vorne, schauen wir positiv, in guter Aussicht nach vorne. Zuerst mal die Herausforderungen. Wie gesagt, wir haben immer noch große Abhängigkeiten. Da kam es vor einiger Zeit mal zu einer Rundschau-Sendung über die Abhängigkeit der Bundesverwaltung von den proprietären Herstellern. Und da gibt es eben noch wahnsinnig viele IT-Freihändler. Gerade diesen Monat wurde wieder über eine Million hat das VBS für eine App für die Angehörigen der Armee gegeben, eine bestehende proprietäre Software. Oder auch das ganze Marketing und Sales von Microsoft und Google, gigantische Ausmaße immer noch, ja, sind wir wie David gegen Goliath, wenn man da streiten will. User Experience von Open Source, eben, ich habe jetzt die Präsentation mit LibreOffice gemacht natürlich, aber ehrlich gesagt, das Impress interessiert mich nicht so wahnsinnig. Ich denke, da muss wirklich noch einiges gehen, was die User Experience und die Features angeht. Was mich immer wieder wurmt, ist, wenn man da zwischen den Communities nicht gut zusammenarbeitet. Das ist zwar unterdessen schon einiges besser, kann man sagen. Ihr erinnert euch vielleicht, GNOME versus KDE war immer so ein riesen Fight. Unterdessen arbeiten Communities schon einiges besser zusammen. Ein großes Problem sehe ich so generell, das Collective Action Problem, weil dort letztlich einfach, eigentlich hätten beispielsweise im Bereich der Schulen alle das Bedürfnis, dass man entsprechend vorwärts macht bei den Schulen, dass man nicht so abhängig ist von Microsoft und Google, aber weil die Collective Action, also diese gemeinsame Aktivität, einfach nicht koordiniert ist und nicht wirklich die Kräfte gebündelt sind, können halt die Players wiederum Vorteile rausholen. Oder Herausforderung auch die Businessmodelle, dass Firmen, gerade junge Firmen, gut überleben mit ihren Open-Source-Geschäftsmodellen. Und da ist natürlich die Versuchung, ist nahe, doch wieder auf das proprietäre Modell zu schwenken, weil man will ja Geld verdienen und Erfolg haben. Und gerade Geschäftsmodelle mit Open-Source sind ein Challenge. Ja, noch ein paar Sachen, wo wir jetzt gerade dran sind. OpenSourceBenchmark.com, eine kleine Arbeit, die ich zusammen mit Studierenden von Uni Bern gemacht habe. Wir haben über 100 GitHub-Repositories gesammelt und die dann analysiert, also geschaut, wie viele Firmen, Behörden haben, wie viel Open Source freigegeben. Sehr eindrücklich, muss ich sagen. Da kommen Firmen plötzlich ans Licht, wo man es nicht gewusst hätte. Habt ihr gewusst, Camp to Camp, eine Firma aus Lausanne, hat über 700 Open Source Repositories veröffentlicht. Und klar kann man jetzt streiten, ist das der richtige Metrik und überhaupt, aber man sieht einfach mal, das Ziel war es, möglichst sichtbar zu machen. Ihr könnt die Daten, auch der Quellcode, alles ist komplett auf GitHub öffentlich zugänglich. Und ein anderes Projekt, das wir jetzt gerade gestartet haben, Open Education Server 2.0. Also wenn ihr auf openeduserver.ch geht, könnt ihr jetzt schon gratis einen Nextcloud-Account machen und dort für euch oder für eure Schülerinnen und Schüler Daten austauschen. Wir möchten jetzt wirklich eigentlich uns mit den Großen anlegen, mit Microsoft und Google, und schauen, schaffen wir es mit dem Open-Source-Stack eine ebenbürtige Self-Service, Open-Source-basierte Schulinformatik-Lösung out of the box auf der Cloud zu bauen. Oder die Open-Source-Studie habe ich jetzt schon dreimal durchgeführt, 2012, 15, 18. Jetzt dieses Jahr coolerweise mit so vielen Partnern wie noch nie. Also wir haben extrem viele Open-Source-Anbieter, aber auch interessanterweise neue Banken.
oder Versicherung, die Baloise-Versicherung oder die Bank von Tobel sponsert oder unterstützt die Studie. Also ihr seht, Open Source im Bereich des Recruiting ist ganz ein spannendes Thema, weil die machen das vor allem aus diesen Gründen. Am 17. Juni werden wir die Resultate in Zürich veröffentlichen. Ja, oder eben das Open Source Directory, ein Directory, was ich schon seit wahrscheinlich über 10 Jahren betreue. Es sind über 200 Firmen registriert, die müssen sind auch sehr aktuell, über 800 Open Source Produkte. Die ganze Plattform ist leider in die Jahre gekommen. Es basiert auf einer uralten Typo-3-Instanz und ja, wir müssen es einfach unbedingt rasch ablösen. Aber das Ganze neu implementieren ist aufwendiger als gedacht. Wir sind jetzt daran, eben mit einer kompletten neuen Neo4j, GraphQL, der letzte heiße Scheiß, was wir da an Open Source Tools jetzt brauchen. Und dann sollte im Sommer hoffentlich, ich habe die Jahrzahl nicht hingeschrieben, aber ich sage es mündlich, 2021. Der neue Release rauskommen. Ja, es gibt viele Baustellen, politisches Engagement auf der kantonalen, kommunalen Ebene, die Open-Source-Beschaffungen, die Crowdfundings, was wir machen möchten. Wir möchten unbedingt auch mehr Frauen in die Open-Source-Szene motivieren. Auch das ist eine riesen Schwierigkeit auch letztlich. Wir möchten mehr Marketing machen für Open-Source, dass der Brand in dem Sinn, dass wir den Brand wie bei Apple, wie bei Mac, oder dass man auch Open Source als Marke irgendwie wahrnimmt. Und dann braucht es vor allem einfach immer noch Advocacy. Wir müssen einfach Leuten erklären, was ist der Vorteil. Also ich mache das selber mit den Studierenden in der Weiterbildung. Überall kann man da etwas weitergeben. Ja, was sind meine Learnings? Ganz kurz noch zum Schluss. Nach etwa 15 oder eben je nachdem 17, 18 Jahren kann ich sagen, es hat sich gelohnt, aber man muss einfach immer dranbleiben. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du etwas erreichen willst, musst du einfach mindestens 10 Jahre dran sein. Zudem mehr digitale Gesellschaft, 10-jährig, weiter so, super so, never give up. Dann, was ich gelernt habe, auch aus dieser Zeit, wenn man bei den Behörden, bei der Verwaltung weiterbringen will, muss man unbedingt die Politik einspannen, weil nur über die Politik bewegt sich die Verwaltung. Oder ganz simpel, die Verwaltung braucht eine gesetzliche Grundlage und sonst wird es schwierig. Das habe ich übrigens vergessen zu erwähnen. Es gibt jetzt ein Open-Source-Gesetz, ein Gesetz, das die Open-Source-Freigabe von Bundesstellen explizit erlaubt. Ja, und dann, ich persönlich, das sind meine Learnings, oder? Ich glaube daran, dass man Marketing machen muss, dass man Branding machen muss, dass man über die strategische Positionierung sich Gedanken machen muss. Ich habe einen Medienverteiler aufgebaut, wo wir jetzt, wenn es nötig ist, Medienmitteilungen verschicken können, die dann auch aufgenommen werden. Manchmal, das ist so meine persönliche Meinung, ich weiß, das teilen nicht alle, Free Software versus Open Source, oder? Benutze bewusst den Begriff Open Source, weil ich da etwas pragmatischer bin und vielleicht weniger idealistisch als Richard Stallman. Aber ich finde, man muss vor allem gut zusammenarbeiten können. Ich war gerade letzte Woche mit dem Free Software Foundation Europe, mit dem Matthias Kirschner in einer Paneldiskussion virtuell und das ist sehr gut, weil man kann zusammenarbeiten, auch wenn man vielleicht nicht 100% auf der gleichen Schiene kommuniziert. Make love, not war, weil wir letztlich ja eigentlich schon das Gleiche wollen. Also von dem her, wenn es dann halt auch nicht genau gleich heißt. Ja, das wäre es gewesen. Ich hätte jetzt eigentlich noch gerne mit euch etwas diskutiert oder darf dann wahrscheinlich jetzt mit dem Jami noch ein bisschen diskutieren. Was sind Fragen vielleicht, Feedbacks? Was sind deine Open Source Highlights der letzten 10, 15, 20 Jahre? Was sind deine Fails oder das Fails Learning from Failure, das ist eigentlich noch fast interessanter. Mein Learning übrigens aus dem Gerichtsfall, ich werde nie wieder vor Gericht gehen. Ich habe mir einfach geschworen, mit so viel Aufwand vor Gericht und es kostete, am Anfang hat uns der Anwalt gesagt, es kostet 20.000 Franken und es geht 2 Monate und ihr gewinnt, oder? Es hat am Schluss 200.000 gekostet, es hat 2 Jahre gedauert und wir haben verloren und deshalb, also ich habe es gesehen mit der Justiz, in dem Sinn, also sich selber vor Gericht gehen, never ever again. Learnings, zusammenarbeiten, eben, was sind deine Learnings? Was möchtest du tun oder was denkst du, was sollte die Welt tun? Was sind deine Baustellen und willst du dich engagieren? Oder? Ich meine, da ist immer die Frage,
Hast du selber die Möglichkeit, dich irgendwie zu engagieren in deinem Beruf, in deiner Freizeit, mit deinen Skills, sei es jetzt technisch, sei es Kommunikation, sei es Dokumentation. Also schreib mir per Mail, per Twitter, wie auch immer. Ich bin ziemlich gut im Internet traceable. Von dem her würde mich freuen, wenn du dich engagieren möchtest. Bei CA Open suchen wir Leute, die sich engagieren. Und ja, von dem her vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt, Jami, 20. Gut, vielen Dank, Matthias. Sehr interessanter Vortrag, auch für mich. Ich lerne immer etwas Neues. Nach 15 Jahren immer noch motiviert, so wie ich dich sehe. Ja, also ist keine Ahnung. Ich finde das Thema finde ich so faszinierend, weil es irgendwie etwas zwischen Wirtschaft oder so Unternehmertum, aber auch Public Service oder sagt man Service Public oder öffentliche Güter. Das ist wirklich so, ich finde es eine schöne, schönes, geniales, spannendes Thema. Ja. Noch eine kurze Frage von meiner Seite her. Bildung, Schulen, was können wir hier machen, damit freie Software, Open Source mehr Einzug erhält? Ja, also, was soll ich sagen? Man könnte jetzt sagen, ja, ihr müsst euch einfach euren Lehrern schreiben oder eure Schulbehörde. Ja, das ist schwierig. Ich denke, was ich letztes Jahr gesehen habe, ist genial. Da ist der Markus aus Sahnen, der ist in Sahnen, im Berner Oberland, also im Sahnenland, im hintersten Ecken des Kantons Bern, ist der Informatik-Schulverantwortlicher. Und der hat einfach mit seinem eisernen Willen hat er gesagt, ich will jetzt Open Source in die Schule in Sahnen bringen. Und der konnte das dann wirklich mit Cleverness, mit Unterstützung, mit Support dann umsetzen. Und die setzen die Schulen in Sahnen. Über 300 Schüler, 100 Lehrpersonen setzen jetzt voll auf diesen Open Edu Server 1.0, obwohl er nicht perfekt ist. Ich finde, das ist so das Ideale, oder? Wenn jemand selber am Hebel ist. Wenn wir jetzt von außen kommen, eben Open Education Day ist sicher gut, dass man sich vernetzen kann, weil man dort dann letztlich die Gleichgesinnten trifft. Man kann Know-how aufbauen, man kann neben sich vernetzen. Also Open Education Day, du kennst das ja gut. Hein? Vielen Dank auch für deine langjährige Unterstützung. Oder ihr macht ja selber auch was, eben der Schul, wie heißt das? Lernen wir die Profis dort. Genau. Finde ich auch super, oder? Einfach, ich glaube, es braucht verschiedenste Aktivitäten auf verschiedensten Ebenen. Okay. Jetzt informiert mich jemand, dass 2021 das Jahr des Linux-Desktops wird. Nehmen wir gerne zur Kenntnis. Ich habe noch eine Frage von Francesca, die wir beide ja auch kennen. Was glaubst du, braucht es, damit die OSS-Bewegung wirklich erfolgreich wird? Und woran würde man den Erfolg messen? Ja, also eben genau, gute, das ist die schwierige Frage. Sie kennt ja die Themen auch gut. Ja, Francesco, also ich würde sagen, wir haben ja schon eigentlich sehr viel Erfolg. Ich bin ja vielleicht ein notorischer Optimist, aber ich denke, wir haben wirklich Erfolg, indem das jetzt Microsoft der größte Open-Source-Contributor ist. Also ihr erinnert euch an die Fotos, die ich vorhin gezeigt habe, es war 2010 und früher unvorstellbar, oder? Also von dem her, diese Normalität, die wir jetzt heute quasi haben bei Open Source, würde ich sagen, das ist ein Erfolg. Was wir nicht haben, eben, das nervt mich, dieser Linux-Desktop, diese Endbenutzer-Applikationen, das wäre schon cool, wenn das irgendwie vielleicht einfach jetzt, ich sage es jetzt mal, vielleicht in der Open Source Studie 21 oder 24, keine Ahnung, einfach wenn man dort sieht, die Adoption von Open Source Endbenutzer-Applikationen wächst. Und was ich sicher auch finde, was man noch mehr machen müsste, ich fühle mich immer noch ein bisschen alleine auf weiter Flur, was so die Uni- und Hochschullandschaft angeht. Man sollte wirklich noch mehr in den Informatikstudium, in der Informatiklehre das Open-Source-Thema unterrichten. Und wenn wir da, ich sage es, noch mehr das in den Lehrplan kriegen, dann finde ich, das wäre das auch ein großer Erfolg. Ich habe es gerade im Herbst eine neue Vorlesung gegeben, digitale Nachhaltigkeit, und habe dort ein paar Mal eine Lektion Open Source
erklärt, wie das geht mit den Communities und mit dem Businessmodell und so weiter. Und habe nachher schriftliche Arbeiten korrigiert von den Studierenden. Und ich war wirklich begeistert. So viele haben geschrieben, ja, das war jetzt interessant, weil sie wussten zwar, es gibt Open Source, aber erst jetzt verstehen sie es, wie es funktioniert. Oder? Also diese Dynamik, wie das ist mit den Community und Contributions und Views. Und das finde ich, das, und das muss man den Jungen unbedingt mitgeben. Und jetzt sind wir langsam ja selber schon beim alten Eisen. Unbedingt in der Bildung sollte man da noch mehr machen. Und wenn wir das schaffen, dann ist noch ein größerer Erfolg. Gut. Also noch zur Information, falls es zeitlich nicht mehr gelingt, alle Fragen zu stellen. Der Matthias ist auch im Work Adventure, steht er uns noch zur Verfügung. Wieder im Raum Vorträge, Zimmer, Classroom. Ich glaube, wir haben noch Zeit. Okay, gut. Dann die nächste Frage. Hätte die Beschwerde heute nicht mehr Erfolg, weil es in der Zwischenzeit neues Beschaffungsgesetz gibt? Ja, also gerade das, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, oder? Ich meine, letztlich war das ja auch, es war ja crazy, oder? Wir hatten ja quasi, also wenn wir Erfolg gehabt hätten, oder? Was wäre dann passiert? Und das wäre wirklich, ich sage es jetzt mal so, ein Super-GAU gewesen für die Verwaltung. Die hätten wirklich Tausende von Arbeitsplätzen, also ja, sie hätten das wirklich offen ausschreiben müssen, keine Ahnung. Und meine, eben die Beschwerde, ich bin nach wie vor überzeugt, es ist unfair gelaufen, weil die hatten wirklich einen Top-Anwalt auch von der Seite von der Bundesverwaltung. Wir hätten noch mehr, also hat mir nachträglich ein Anwalt gesagt, auf diesen Litigation-Track einschießen müssen. Wir hätten, also, aber gerade das neue Beschaffungsgesetz ist eben eigentlich nicht ideal, weil das öffnet noch eher die Türe und die Tor, weil im Gesetz steht jetzt explizit, wenn die Kosten für eine Neubeschaffung zu hoch sind, dann kann man da ohne weiteres einen Freihänder machen. Also für die Freihänder so ist es eher schlechter sogar, würde ich sagen. Also das ist so, wir sehen jetzt dann den Effekt. Deshalb, ich habe wirklich gemerkt, man kann die Verwaltung wie nicht zwingen. Ich möchte sie mehr mit den Vorteilen versuchen zu überzeugen und natürlich mit der Politik. Also ich glaube, mit den Vorteilen von Open Source, wo ja auch die Verwaltung nicht glücklich ist mit dieser Abhängigkeit, die sie da haben von SAP, und mit der neuen Politik, also mit dem neuen Parlament, wo wir von Pardig ja jetzt im Parlament mit Jensen Politikern zusammen sind, und da gibt es jetzt schon sehr großen Support. Also da finde ich, ja, eben wie gesagt, diese Beschwerde, es war sehr konfrontativ, oder? Wir hatten dann auch jahrelang faktisch nicht mehr geredet, weil man so aufeinander zuging, und deshalb sind eigentlich Beschwerden nie ein idealer Weg, um wirklich konstruktiv vorwärts zu gehen. Und, ja. Also von dem her, die Beschwerde selber hätte wahrscheinlich nicht mehr Erfolg. Nein. Du hast noch erwähnt, dass der Kanton Solothurn mit Open Source versucht hat, dann aber gescheitert ist. Was sind die Gründe dafür? Ja, es ist der Klassiker, oder? Ich weiß nicht, wer den Kurt Bader noch kennt. Der war damals IT-Chef im Kanton Solothurn. Ein wirklich ein guter, technisch absolut brillanter Mensch, der hat wirklich schon eben vor über 10 Jahren erkannt, Open Source, super Sache für die Verwaltung. Er hat es einfach dann zu brachial durchgedrückt, oder? Würde ich jetzt sagen. Er hat quasi seine Position ausgenutzt, dass er als Chef sagen konnte, jetzt wechseln wir, oder? Auf Linux, auf dem Desktop, und kommt tutti quanti auf Open Source. Und damals, eben vor über 10 Jahren, muss man sich vorstellen, oder? Wer damals mit OpenOffice da gearbeitet hat, das war natürlich nicht so ideal, oder? Noch nicht so benutzerfreundlich wie heute. Und da haben einfach die Mitarbeiter rebelliert, und der Chef hat dann die quasi wie versucht, den Deckel auf den Topf zu halten. Und dann haben angefangen, aber die Medien zu berichten. Es gab schlechte Presse, bis dann der Regierungsrat gesagt hat, mehr oder weniger, entweder du wechselst auf Windows oder wir wechseln auf Windows oder so. Und dann hat er dann quasi den Hut genommen und ist gegangen. Also
No one has been fired for buying Microsoft. Das ist wirklich der Tatbeweis. Wenn er einfach Microsoft gemacht hätte, wäre alles ruhig geblieben. Jetzt, weil er Open Source gemacht hat, hat man dann geschaut, ah, das geht nicht, ah, das geht nicht. Ja, also es war jetzt, man muss, ich denke, das Learning aus diesem Fall ist klar, man sollte mehr auch wirklich auf die Endbenutzer hören. Das Identische lief schief in der Stadt Bern, oder? Vor ein, zwei Jahren, als jetzt da die Schulinformatik auf Open Source gewechselt werden sollte mit den iPads. Es war wirklich, ist wirklich schade, oder? Weil wir hätten eine super Ausgangslage gehabt, Open Source Lösung. Blöderweise nahm man diese iPads. Auf den iPads konnte man LibreOffice nicht native installieren, also musste man sehr schnell in kurzer Zeit native Migration noch machen. Und so war die Usability auf der Strecke geblieben. Die Lehrer rebellierten, die Medien berichteten und so arbeiten jetzt die Schüler wieder mit Microsoft Word und Office. Das ist wirklich tragisch. Das ist leider etwas, das schmerzt. Ja. Fragt noch jemand, also ich hoffe, ich mache jetzt keine Werbung für proprietäre Systeme. Frag dich an, ob du E-Wolke CA kennst. Soll anscheinend auch eine Edu Nextcloud-Lösung sein. Weißt okay. du etwas davon? E-Wolke, ja. Wolke ist es von Also mein Vorschlag wäre einfach, er nimmt die Lösung von Matthias. Das wäre mein persönlicher Vorschlag, dass ich hier einbringen möchte. Nein, ich finde immer gut, wenn man neue Sachen ausprobiert. Was ich noch besser finde, wenn man versucht, eben zusammenzuarbeiten, wenn man versucht, am gleichen Strick zu ziehen, es ist, wenn ich es richtig sehe, wahrscheinlich eine Nextcloud-Instanz. Eben bei dem Open Education Service wirklich das Ziel, die Trägerschaft soll der Verein sein, Non-Profit. Man wird wahrscheinlich, wenn es eine Bezahllösung gibt, eben irgendwelche Kosten gibt es immer, oder? There is no such thing as a free lunch. Also wenn ihr nichts bezahlt, dann bezahlt ihr mit euren Daten, sehr simpel. Und von dem her umso besser, wenn man da zusammenarbeiten kann. Okay. Nächste Frage wäre, kennst du zum Beispiel auch größere Verwaltungen, also auch außerhalb der Schweiz, die erfolgreich auf Open Source umgestiegen sind? Und falls ja, was haben sie gut, richtig gemacht, wieso sind sie erfolgreich? Ja, also man muss es einfach differenziert anschauen, weil es gibt wahrscheinlich keine Verwaltung, die 100% Open Source nur einsetzt und es gibt aber auch keine Verwaltung, die 100% proprietäre Software einsetzt. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Technologien, die für einen IT-Betrieb benötigt sind. Die Frage ist immer, wie viel Open Source, oder? Also auch in der Stadt Bern gibt es Nextcloud oder eine Bundesverwaltung braucht ganz viel Open Source, oder Open Source Datenbanken, Open Source Programmiersprachen, Frameworks. Also Open Source ist überall, gerade in den Servern Linux, ist wie eine Selbstverständlichkeit. Die Frage ist immer eben, wie viel oder an welchen Stellen und wie abhängig bin ich von welchem Anbieter? Also das denke ich, ist sicher wichtig. Was ich gelernt habe, ich war noch beispielsweise in Lateinamerika oder mal in Afghanistan einen Open-Source-Workshop und so. Also gerade oder in Oman, im arabischen Raum, die sind zum Teil noch viel offener. Also gerade in Schwellenländern, Entwicklungsländern sind sie noch sehr offen für Open-Source, weil für dort sind die Lizenzpreise, die man bezahlen muss für ein Word oder für ein Windows, sind viel höher relativ als die Arbeitsplätze quasi. Da kann man günstiger Open Source implementieren als jetzt in der Schweiz, wo relativ teuer ist. Also ich glaube auch gute Beispiele, wenn ich mich recht erinnere, ist auch die Stadtverwaltung von Rom, plus glaube ich auch die italienische Armee, also nicht wegen der Armee, aber als Italiener macht mich das sehr stolz. Ich glaube, wir können hier mal abschließen. Wie gesagt, Matthias ist auch unter WorkAdventure noch verfügbar. Es gibt noch verschiedene offene Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Ich hoffe, dass interessierte Personen dann auf WorkAdventure rübergehen. Und sonst würden wir, glaube ich, um 22 Uhr dann mit dem kulturellen Teil in der Lounge weitermachen. Matthias, ich danke dir sehr für diesen Vortrag, sehr inspirierend. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke. Merci, danke, Jamie, für die Moderation. Alles Gute auch dir. Alles Gute.